Mir fällt immer erst beim Schneiden auf, dass ich das Mikro nicht bewegen sollte, ansonsten. Hey! Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich habe das Gefühl, meine Haare werden immer rötlicher. Okay, was haben wir heute für euch? Wir haben Diskussionen und lustige Anmerkungen und oh mein Gott, was ist der Unterschied zwischen Bulimie und atypischer Bulimie? Was ist der Unterschied zwischen Bulimie und Magersucht vom Purging-Type? All das und noch mehr erklären wir heute. Ich habe sehr viel Spaß mit diesem Mikro, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und es wäre nett, wenn du mein Gesicht super. Mein, so schön ist es nicht, aber es nervt, wenn da Hintergrund scharf ist und das ja nicht. Gut, hüpfen wir mal in die Videos. Gut, die Links zu meinen letzten Videos gibt es entweder im Eckerfleckerl oder in der Videobeschreibung. Mir fällt gerade auf, ich habe schon lange nicht mehr die Links für die. Ich habe schon lange nicht mehr die Links in die Videobeschreibung geworfen. Verdammt! Das ist okay, ich werde es machen. In wahrscheinlich 5 Monaten, aber ich werde es machen. Bei Es Kochen haben wir Toast gemacht. Weil ich gut kochen kann und ich gebe gern an, deswegen haben wir Toast gemacht, aber es war ein guter Toast. Jawohl. Und für die Woche bei Es Kochen werden wir was mit Peperoni machen, weil wie im letzten Video schon angekündigt, meine Mutter hat mir sehr viele Peperoni gegeben und die müssen einfach verbraucht werden. Außerdem liebe ich scharfes Essen und das war wunderbar scharf. Interessanterweise, ich habe nachher noch Toast gegessen mit Peperoni. Und irgendwie waren sie dann im Nachhinein doch sehr scharf. Weil im Video habe ich gedacht, hey, Moment, es ist ja gar nicht scharf. Oh doch, ja. Und bei Hallo Bulimie haben wir versucht, Angehörige über Magersucht aufzuklären. Wie sehr das gelungen ist, ich weiß es nicht, weil bisher haben nur Betroffene geantwortet. Aber wir werden sehen. Solche Videos müssen einfach wirken. Man muss sie ein bisschen einwirken lassen. So ein bisschen so. Ja. Gut, hüpfen wir ins Geschehen. Fangen wir mit Esskochen an. Ich habe das Esskochen-Video nicht am Mittwoch hochgeladen, sondern eher so Donnerstag um 4 in der Früh. Und interessanterweise waren da schon ziemlich viele Leute wach oder sie waren noch wach. Und da kamen dann so Kommentare wie, oh, meine Nachtaktivität war mal sowas gut, hab immerhin dein Video entdeckt. Und was tut man nicht Besseres gegen Schlaflosigkeit, als sich mit Bildschirmlicht voll zu ballern, indem man YouTube schaut? Ich kann mich mit dieser Aussage sehr gut identifizieren. Ich habe gerade Toast gegessen und Lena dabei zugeschaut, wie sie Toast zubereitet. Das war ein gemeinsames Frühstück. Schön. Das ist irgendwie voll niedlich. Was ist ein Aniolithkäfer? Oh. Aniolith ist gar kein Käfer. Interessant. Du isst gerne scharf. Ich dachte, du bist vegan. Ich mag solche Witze. Solche, die so offensichtlich sind und wo viele Leute sagen, hey, das ist doch doof. Es ist doch zu naheliegend, dass es witzig sein kann. Na, doch, es ist witzig. Ich denke, die Sachen, die am nähesten liegen, sind die Sachen, die am witzigsten sind. Als du dir nach dem Peperoni-Schneiden manchmal die Haare aus dem Gesicht gemacht hast, stieg mein Puls jedes Mal auf gefühlte 180. Ich dachte mir nur, Lena, pass auf deine Augen auf. Es ist mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen. Und interessanterweise, Stunden nachdem ich das gefilmt habe und hier gesessen bin und das ganze Video geschnitten habe, bin ich mir mal so in die Augen gefahren. Ich habe mir zwischenzeitlich die Hände gewaschen. Aber aus irgendeinem Grund war noch scharf oben. Also nicht mäh, sondern eher so. Und oh, meine Augen haben gebrannt. Es war nicht so schlimm, aber es war spürbar. Am Anfang dachte ich bei der Peperoni, dass du sie nur nicht essen kannst, weil sie dir leid tut. Da merkt man, wer Stammzuschauer ist, weil das. In einem vorigen Video habe ich diesen kleinen Kerl die Augen aufgeklebt. Und jetzt sind wir allerbeste Freunde. Hüpfen wir rüber zu Hallo Bulimie. Was mich über 20 Minuten 12 Sekunden beschäftigt hat, war dein Schlüssel am Handgelenk. Ihr meint, den hier! Ja, ich mag solche Sachen, die so. Ich weiß, ich bin nicht so ein Fan von ich gebe mir heute diese Kette rauf und morgen dann diese. Dafür bin ich weiß nicht, zu gemütlich, ich denke nicht dran. Ich mag so Stammschmuck. Das ist so mein Stammschmuck, mein neuer. Ich mag nämlich so Sachen, die so aussehen wie nichts. Aber sie haben voll die Bedeutung für mich. Ich habe mir auch einen Baumring raufgegeben. Den habe ich mal von. Oh, ihr könnt gar nichts sehen. Ist der nicht hübsch? Den habe ich bei der Vegamania gekauft. Die Vegamania war dieses Jahr nicht wegen Covid. Ich hoffe, sie ist nächstes Jahr. Oh, dann werde ich mich dumm und deppert kaufen und dann mich nachher ärgern, weil ich mir denke, Lena, so viel Geld hast du jetzt auch nicht. Jemand anderer hat unter, ich glaube, das letzte Kommentarvideo geschrieben. Oh, ich kam mir vor wie eine Katze, weil die ganze Zeit, wenn du dein Handgelenk bewegt hast, dann musste ich auf den Schlüssel schauen. Ich kann es verstehen.
Tolles Video. Ich bin so froh, dass ich in der Klinik und jetzt auch in der ambulanten Therapie Menschen gefunden habe, die sehen, dass Essstörungen nicht beim Gewicht anfangen und ich so eine Diagnose und endlich passende Hilfe gefunden habe. Ja, dieses Wissen muss noch ein bisschen unter die Leute gebracht werden. Essstörungen sind nicht vom Gewicht abhängig. Man kann mit jedem Gewicht bulimisch sein. Inspiration des Tages. Macht eure Essstörung nicht vom Gewicht abhängig. Ihr könnt mit jedem Gewicht essgestört sein. Ohne Kontext wird das wie ein schlimmer Tipp klingen. Mit Kontext ist es hoffentlich nur extrem schwarzer Humor. Und dann gab es eine Frage, die sehr oft gestellt wurde. Eben, wo ist der Unterschied zwischen der Anorexie, Binging, Purging-Typ und Bulimie? Und diese Frage wurde oft und oft und oft gestellt. Und ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und ich habe Folgendes gefunden. Zum einen sagt man, der Unterschied dieses Typus zur Bulimie besteht darin, dass hier beim Anorexie-Binge-Purging-Typ die bulimie-typischen Essanfälle fehlen. Also was gemeint ist, ist, dass man eher so normale Portionen erbricht oder dass man sich erbricht, wenn man nur eine Kleinigkeit gegessen hat. Dann der Purging-Typ wird auch gern als die bulimische Form der Magersucht bezeichnet. Es können Fressanfälle auftreten, die im Nachgang wieder ungeschehen gemacht werden, indem Betroffene, ihr wisst schon, die Standarddinge machen. Natürlich steht das Vermeiden von hochkalorischen Lebensmitteln im Vordergrund. Oft kommt es vor, dass es sich bei den Fressanfällen um lediglich eine normale Portion handelt, die im Anschluss sofort den Weg nach draußen findet, beziehungsweise in Energie umgewandelt wird. Und dann eine andere Seite, ich habe ein paar Seiten gefunden. Der Unterschied zur Bulimie liegt im Gewicht. Magersüchtige, die im Purging-Typ-Kreislauf gefangen sind, liegen mit ihrem Körpergewicht mindestens 15% unter dem Gewicht, welches für sie eigentlich normal wäre. Also es hängt anscheinend von der Intensität der Fressanfälle und vom Gewicht ab, welche Diagnose man bekommt. Aber was ich sagen will und was auch besonders wichtig ist, es ist viel wichtiger, gesund zu werden, als sich irgendwelchen Diagnosen aufzuhängen oder darauf zu warten, bis jemand kommt. Du hast das, nicht das. Das Wichtigste ist, sich darauf zu konzentrieren, wie man davon wieder wegkommt. Ich weiß nicht, ob nach Definitionen suchen und haargenau wissen, wo man im ICD-10 hinfällt, wirklich der richtige Weg ist. Es ist interessant zu wissen, das ist es schon, aber es ist nicht die Priorität. Meiner Meinung nach. Meiner ungebildeten Meinung nach. Ich finde es für Angehörige auch noch gut zu wissen, dass Körper von essgestörten Menschen durch die Krankheit anders funktionieren. Mir war das während meiner Essstörung auch lange nicht bewusst, aber ich finde es so wichtig, um einen betroffenen Menschen bzw. sich selbst besser zu verstehen. Ein gutes Beispiel war bei mir der extreme Hunger während meiner Recovery. Ich habe monatelang etwa 7000 Kalorien pro Tag gegessen. Das war natürlich über meinen Kalorienbedarf, aber mein Körper hat es durch meine ganzen Nährstoffmängel und Verdauungsprobleme gebraucht. Ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt und die haben es nicht verstanden und gedacht, dass ich Binge-Eating bekomme und dass das nie wieder aufhört. Ich habe es damals nicht verstanden und die Worte von meinen Eltern, jetzt halte dich mal etwas zurück, waren Gift für meine Ohren. Ich wünsche mir einfach, dass Angehörige gerade in der sensiblen Zeit der Recovery darauf achten, dass auch wenn der Geist wieder gesund scheint, der Körper auch noch lange braucht, um sich zu regenerieren. Ah, und ich finde es auch wichtig, dass Angehörige wissen, dass die Heilung der Essstörung im Geist auch ein langer Prozess ist. Wenn der Wunsch, gesund zu werden, da ist, ist das super, aber das ist eben nur der Anfang. Das ist, glaube ich, das Problem mit so vielen psychischen Erkrankungen, denn sobald man als Angehöriger sieht, hey, die Person, keine Ahnung, isst mehr, sie verhält sich besser, denkt man gleich, okay, das ist weg. Das war mal. Ich glaube, bei Depressionen ist ja dieses Vorurteil, du siehst gar nicht depressiv aus. Ja, man kann lachen, man kann sich freuen, man kann seinen Alltag nachgehen, man kann ein funktionierendes Berufsleben haben und Freunde und Familie und sonst was. Und man kann nicht depressiv aussehen, aber das ist ja die Sache mit Depressionen. Man kann von außen total funktionierend wirken. Von innen heraus frisst es einen auf, bis sozusagen nur noch die Hülle da ist und ich glaube, es ist dann auch einfacher, da zu sitzen und ja, nein, mir geht's gut, als zu sagen, weißt du, ich fühle mich innerlich total kaputt und zerbrochen. Ich glaube, manchmal erträgt man auch nicht die Reaktion der anderen, weil es vielleicht ist die Reaktion der anderen für einen zu viel, also wenn man selbst betroffen ist, oder es ist einfach etwas, das nicht hilfreich ist und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt wenig Leute, die einen mit ihrer Reaktion wirklich schaden wollen. Eben sowas wie jetzt, halt dich mal etwas zurück beim Essen. Ich glaube, Menschen machen oft verletzende Dinge und das nicht, weil sie böse sind, sondern einfach, weil sie unachtsam oder
manchmal auch ein bisschen dumm sind. Ich bin mir sicher, ich habe auch schon oft Menschen verletzt, indem ich einfach dumm war. Das heißt, ich bin mir sicher, ich weiß es, ich kann es echt gut. Am besten sollte ich mich isolieren in der Waldhütte und mit einem Wolf leben oder so, aber der wird mich auch fressen, weil ich habe keine Chance gegen ihn mit meinen schwachen veganen Zähnen. Und das stimmt, es ist ein verdammt langer Prozess. Man kann nicht sagen, keine Ahnung, ich war jetzt 2 Jahre essgestört und jetzt gehe ich in die Klinik und wenn ich nach 3 Monaten rauskomme, sind die 2 Jahre, die ich aktiv in der Essstörung war und die 5 Jahre, die ich mich davor gehasst habe, alle weg. So funktionieren Essstörungen einfach nicht. So funktioniert keine psychische Erkrankung. Wenn sie von heute auf morgen weggeht, dann war es keine psychische Erkrankung. Ich verstehe es nicht. Ja, es ist wichtig für Angehörige zu wissen, dass eine Essstörung nicht von heute auf morgen weg ist. Und eben auch, wenn der Wunsch da ist, gesund zu werden. Das ist ein Anfang und das ist wichtig, weil bei mir war auch lange Zeit der Wunsch da, aber aktiv habe ich halt nichts gemacht. Aber es ist wichtig, dass mal der Wunsch da ist. Ich kann verstehen, dass es frustrierend ist, wenn man zusieht, wie eine Person zwar den Wunsch hat, was zu ändern und sich um sich zu kümmern, aber es passiert nichts. Ja, jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Und manchmal ist es frustrierend, wenn jemand nicht das Tempo hat, das man selbst hat. Ich kenne das. Ich meine, wenn ich irgendwo in der Fußgängerzone unterwegs bin und vor mir geht jemand langsam, denke ich mir, aber ich bin auch eine grantige Wienerin. Herr Steuder. Dein Video ist wie immer einwandfrei erklärt und sehr humorvoll gestaltet. Ich finde deine ironische... Wisst ihr was interessant ist, wenn ich solche Sachen vorlese, dann bin ich immer so leicht peinlich berührt, so, oh Gott, ich krieg Komplimente. Bitte nicht. Ich finde deine ironische, humorvolle Art einfach super. Ich finde es toll, wie du es geschafft hast, mit deiner Seite klarzukommen. Mittlerweile seit einigen Jahren komme ich mit meiner zweiten Hälfte auch klar, nur das destruktive Anteil klingt sich noch teilweise in Stresssituationen ein, wo ich versuche, gegensätzlich zu handeln. Es ist diese Sucht, beziehungsweise die Art und Weise, wo man sagt, eine Essstörung bleibt für immer ein Teil von dir oder verschwindet dieser Teil auch irgendwann. Weil eigentlich ist es ja nur noch dieser Schutzmechanismus, den man ja auch trainieren kann, denke ich. Und ich liebe es. PS, wir sind alle Therapeutenbabys. Ja, die alte Frage, verschwindet eine Essstörung je zur Gänze oder ist immer ein Teil da? Die Antwort ist immer so frustrierend, weil ich glaube, es ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich glaube, es gibt Menschen, die wirklich so eine Erkrankung hinter sich lassen können. Und ich glaube, manche sind einfach ihr ganzes Leben lang auf die eine oder andere Weise damit konfrontiert. Ich meine, manche vielleicht stärker, manche weniger stark. Bei manchen ist es, keine Ahnung, nehmen wir mal ein harmloses und merkwürdiges Beispiel, das sicher nicht in der Realität vorkommen könnte. Wenn zum Beispiel jemand sehr viel Cola trinkt, und dann nicht mehr Cola trinkt, dann kann es sein, dass die Person irgendwo mal sagt, ach, es fehlt mir gar nicht. Oder es kann sein, dass die Person sagt, weißt du was, ich glaube, die ganze Welt hasst mich, denn ich sehe überall Cola-Werbung. Jeder trinkt Cola. Ich schaue eine YouTuberin, was trinkt die? Cola. Und dann hat man halt das Gefühl, okay, wieso darf jeder Cola trinken, nur ich nicht? Und dann fängt man wieder an, Cola zu trinken und dann hört man wieder auf. Und man ist so stolz, wenn man aufhört, aber dann fängt man wieder an. Ich bin ein sehr inkonsequenter Mensch. Ich glaube, bei mir wird immer so ein Mini-Teil da sein. Ich meine, es gibt Tage, wo ich wirklich nicht dran denke, dass ich eine Essstörung habe oder jene hatte. Und das sind die angenehmsten Tage überhaupt. Aber ich glaube, dass es jemals ganz weg sein wird. Dafür habe ich mich zu lange und zu intensiv damit beschäftigt. Ich glaube, ein Teil meines Hirns wird immer damit beschäftigt sein. Das klingt sehr hoffnungslos, aber das ist es nicht, weil es macht einen Unterschied, ob man aufwacht und sich denkt, okay gut, morgen esse ich das und dann zum Mittag esse ich nichts und dann am Abend vielleicht nur eine Kleinigkeit. Oder man denkt sich, man wacht auf und, keine Ahnung, geht am Spiegel vorbei und denkt sich, Und dann geht man zurück und sagt, okay, es tut mir leid, Spiegelbild, ich wollte dich nicht beleidigen, ich bin nur schlecht drauf, es ist nicht deine Schuld. Du bist nur ein Spiegel. Ich meine, wie ist es bei euch? Das ist doch eigentlich eine gute Frage für die Kommentare. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, werdet jemals so ganz loslassen können? Oder meint ihr, es ist immer so ein bisschen ein Teil von euch? Ich meine, ja, die ganze Essstörung ist ein Teil von einem, aber ich meine, ihr wisst, cool. Denn ich weiß nicht, wie Worte funktionieren. Oh, meine Kamera macht gleich schlapp. Oh nein. Falls ihr noch Anregungen, Fragen oder Ideen habt, dann lasst sie mir da. Wir sehen uns am Mittwoch bei Es Kochen wieder. Bis dorthin, passt auf euch auf. Ich passe auch auf mich auf, nicht auf mir auf. Cooler Abschiedsgruß.